Hey zusammen, herzlich willkommen zum Motoblog und der nächsten Folge der Serie Sportster 48 vom Schnapper zum Traumbike, in denen wir Benes Sportster seinen Vorstellungen entsprechend an ihn anpassen. So, wir haben ja schon eine ganze Menge geschafft. Wir haben Überflüssiges abgebaut und Pflichtpotenzial geschaffen. In dieser Folge kümmern wir uns um die Spiegel, den Frontfender und um die Batterie, die ja von der Sportster durchgehend angefressen wird. Interesse daran? Bitteschön. Längsten Arbeitsaufwand fordert heute der Spiegel von uns. Der ist einfach von hier unten mittels einer Schraube gekontert. Zack, ich habe einen, was ist denn das hier? Einen 40er Torx, schau mal, so kannst du das sehen. Ein 40er Torx, damit löse ich hier unten einfach die Mutter, mit der der Spiegel gehalten wird. Darunter ist noch eine Unterlegscheibe, nicht fallen lassen, sonst gibt das Scherben. So, der Spiegel scheint hier so ein bisschen angefressen oder verbogen zu sein. Ich bin mir nicht genau sicher, was damit war. Werde mal diesen und den anderen Spiegel, wenn ich den gleich abgeschraubt habe, da ist er, vergleichen, gegebenenfalls ein bisschen angleichen oder gerade biegen. Du hast über dir oder für dich immer die Möglichkeit, den Spiegel nach oben oder auch nach unten anzubringen, je nachdem, wie es dir besser passt, ne? Wenn du sagst, du kannst mit der Originalbefestigung nichts anfangen, weil du an dir nicht vorbeischauen kannst, dann ja, schau mal, ob du dir die gegebenenfalls nach oben so anbringst oder wenn sie oben sind, so in diesem Fall dann halt nach unten, wenn du sagst, gefällt mir nicht oder ich komme mit meinen Händen nicht dazwischen, weil die Position hier oben verhindert doch so diesen freien Zugriff. Ne? Also wenn ich mit großen Händen hier so hingreife, mit Handschuhen noch dazu, dann bräuchte ich viel, viel mehr Platz. Dann müsste der Spiegel hier vorne sich befinden. Ne? Und damit würde er dann quasi an mir vorbeigucken. Also für mich wäre das gar nichts. Vielleicht war das mit dem Vorbesitzer anders. Wissen wir nicht, ist mir aber auch egal. So, wir bauen die jetzt erstmal um. Wenn du die Spiegel umgedreht hast oder dir andere Spiegel angebaut hast, die du dir jetzt für dein Bike ausgesucht hast, dann teste auf jeden Fall im Vorfeld, bevor du sie komplett festziehst, ob der Spiegel beim Volleinschlag den Tank berührt. Na, das ist in diesem Fall jetzt gar kein Problem. Ja, bei meiner Maschine habe ich, glaube ich, bloß so einen Fingerbreit Platz zwischen Tank- und Lenkerspiegel. Das ist alles ziemlich eng. Hier ist ein bisschen mehr Platz. Guck mal, hier kriegst du gut zwei Finger durch, weil der Tank ziemlich klein ist, den wir im späteren Verlauf übrigens noch austauschen werden. Dazu später mehr. Genau, wenn du jetzt einmal geprüft hast, dass die Spiegel und der Tank sich nicht berühren, dann hast du keine bösen Überraschungen, wenn du nachher mal, keine Ahnung, im Straßenverkehr einschlagen musst oder beim Parken oder sowas, dann ärgerst du dich doch. Der zweite Akt führt uns hier vorne zum Frontfender. Das Teil ist Serie, massiv und schick. Den hat sich aber für einen anderen entschieden. Nur ist es so, dass du nicht einfach ohne Fender fahren darfst. Das hat die Straßenverkehrsordnung geregelt. Schau mal da. Mindestens 15 cm, also 150 mm ab Achsmitte nach vorne und hinten sind Pflicht. Ne? Das Teil, das Bene sich jetzt ausgesucht hat, das ist mit 34 cm Gesamtlänge, also noch gut im Rahmen. Gehalten wird der Frontfender jetzt durch diese vier Schrauben, die du hier oben siehst. Einfach mal lösen. Bevor wir aber anfangen, kommt unser Kratzschutzlappen wieder zum Einsatz. Es ist zwar so, dass wir den Frontfender vermutlich nicht mehr brauchen, aber vielleicht finden wir ja mal einen Käufer oder, keine Ahnung, machen uns das neue Ding kaputt. Dann brauchen wir das Teil und ärgern uns, wenn da so ein fetter Kratzer drauf sitzt. Ne? Du weißt, was ich meine.
4 Schrauben runter. Dann können wir den ganzen Fender nach vorne hin abheben. Versuch damit ein bisschen vorsichtig umzugehen, damit du nicht unbedingt überall gleich wieder hängen bleibst. So, auf der Innenseite haben wir hier noch 4 Torx-Schrauben. Mit denen trennen wir den Fender vom Halter. Gar keine schwierige Aufgabe. Danach werden wir den Träger wieder an den neuen Fender anschrauben. Und damit ist die Sache dann schon fast geritzt, sobald wir den neuen Fender angeschraubt haben. So, wenn wir jetzt den neuen Fender ansetzen, dann achten wir darauf, dass wir den auch richtig rum anbauen. Na, hier siehst du eine unterschiedliche Form auf den beiden Seiten. Wenn der Fender, den du dir jetzt ausgesucht hast, diese unterschiedlichen Seiten nicht hat, ich muss mal gucken, ob ich, so kannst du das vielleicht sehen, diese unterschiedlichen Formen nicht hat, dann kannst du den anbauen, wie du willst. Hier ist es so, das ist hinten, das ist vorne, das wird nachher so rum auf deinem Reifen sitzen. Die Schrauben werden jetzt an ihren Positionen wieder angebracht. Das ist relativ simpel. Wenn du sie festschraubst, dann bitte über Kreuz, vorne und hinten über Kreuz und dann wieder vorne und hinten über Kreuz, damit sich das Ganze setzt und nicht verkantet. Siehst du wohl. Wunderschön. Dritter Akt und immer noch dieselben Zuschauer. Dankeschön an dieser Stelle fürs Durchhalten. Also, die Harley hat eine Wegfahrsperre und eine Alarmanlage. Die wollen durchgehend mit Strom versorgt werden und saugen daher durchgehend auch an der Batterie. Nur ist es so, dass wenn die Maschine längere Zeit nicht steht, die Batterie nicht geladen wird. Na, von der Lichtmaschine. Und du kannst dir vorstellen, dass du aus einem Pott, in den du immer saugst, aber nie nachführst, uns irgendwann mal das Potenzial ausgeht. Und damit die Maschine dann nicht irgendwann mal streikt, wenn du starten willst, Batterie zu schwach und Motor startet nicht, Anlasser kriegt nicht genug Saft, habe ich hier solch einen Ladestecker. Dieser Stecker wird direkt an der Batterie angeschlossen und vereinfacht uns dann das Anschließen einfach. Na, ist der Stecker nicht vorhanden, musst du immer die Klammern vom Ladegerät direkt an die Batterie klemmen. Und wenn wir so einen Stecker haben, vereinfachen wir uns das Ganze einfach, indem wir den so legen, dass wir das Ladegerät direkt anschließen können. Entgegen anderer Motorräder ist es hier jetzt nicht einfach möglich, die Batterie abzuklemmen. Denn die Wegfahrsperre und die Alarmanlage sind scharf geschaltet. Die beiden Geräte erwarten von dir jetzt also eine Art Authentisierung. Ne? Das kannst du ganz einfach machen, indem du die Zündung startest und dann die Batterie abklemmst. So weiß das System, dass du berechtigt bist, die Batterie abzuklemmen. Klingt im ersten Moment ein bisschen blöde, hat aber den Sicherheitshintergrund, dass jemand, der dir die Maschine klauen will, nicht einfach die Batterie abklemmt, um die Alarmanlage dann halt leerlaufen zu lassen. Nochmal zur Erinnerung, erst die Zündung einschalten und dann die Batterie abklemmen, denn die Maschine ist sich ja nicht sicher, ob du dazu berechtigt bist, jetzt die Batterie abzuklemmen. Okay, gut. Den Stecker, den haben wir mal hier zur Hand. Das Ding wird sich vermutlich ungefähr hier nachher befinden, hier vorne so. Hier fällt das Ding nicht auf, ist auf jeden Fall gut zugänglich und nicht allzu weit entfernt von der Batterie. Na? Dieses Beispiel hat hier noch eine Sicherung, die sollte auf jeden Fall noch zugänglich sein. Deswegen möchte ich die ganz gerne ungefähr hier oben liegen haben, sodass der Zugang einfach gewährleistet ist, ohne hier Seitendeckel abnehmen zu müssen oder sowas. Okay, daher bietet sich das hier jetzt ganz gut an.
Die Installation ist jetzt merklich einfach. Du hast hier zwei Anschlüsse, Plus und Minus, Rot und Schwarz. Und für die, die es ganz genau nehmen, gucken, ob die Kamera das so ein bisschen einfangen kann, ist Plus und Minus auch nochmal draufgeschrieben. Kann ja sein, dass du es mit den Farben nicht so hast. Ne? Gibt's ja auch. Also, ich führe das jetzt unter den Rahmen durch, versuche die Batterie in ihren Polen halt nicht zu berühren erstmal. Hier ungefähr soll sich die Sicherung befinden und dann schließe ich erst Plus Rot und dann Minus Schwarz an. Schau mal, so sieht das Ganze jetzt aus. Der Stecker befindet sich hier vorne am Rahmen zusammen mit den anderen Kabeln geschützt in einem solchen Kunststoffdingensen. Na, wenn du nicht weißt, dass er da ist, dann fällt er auch gar nicht auf. Hier habe ich dann nochmal einen Kabelbinder genommen, um das Ganze zu fixieren. Auf der Innenseite auch fixiert. Und ja, der Kurzschlusslappen ist wieder drauf. Hier sitzt die Sicherung. Das kann man Deckel zumachen. Zack. Wenn ich das mit einer Hand mal eben so, zack, das war's schon. Sessel drauf und das war's. Siehst du wohl, wieder ordentlich was geschafft. Wenig Aufwand, aber viel erreicht, oder? Also die nach unten gesetzten Spiegel machen auf jeden Fall einen bulligeren Eindruck, finde ich. Und der kleine Frontfender dazu gibt dann halt sein Übriges. Ne? Lässt das Vorderrad dann halt noch wuchtiger erscheinen. Wenn du dir so ein Ding zulegst, achte darauf, dass das Ding nicht zu klein ist tatsächlich. 150 mm ab Achsmitte nach vorne und hinten will der Gesetzgeber. Und ohne fahren darfst du auch nicht. Ne? Bleibt die Kiste mal ganz schnell stehen, wenn sich der Sheriff erweicht. Ja, das Ladegerät hier vorne macht auf jeden Fall eine Menge Sinn. Es verhindert einfach mal, dass ihr nach einer Weile Standzeit die Puste ausgeht. Erfahrungsgemäß, wenn die Batterie ein bisschen schwächer ist, 3 Wochen gar nicht bewegen, dann will die Kiste nicht mehr. Ist halt einfach so. Okay, wir werden in den nächsten Folgen noch weitere Umbauten vornehmen. Da geht noch einiges. Bene war vorhin hier und hat die nächsten Teile gebracht. Steht alles da vorne. Das ist auf jeden Fall noch eine Menge Arbeit, die da auf uns wartet. Und gegebenenfalls findest du in dieser Reihenfolge dann an Videos irgendwas, das dir Inspiration für deine Mofa gibt oder keine Ahnung, vielleicht findest du irgendwas anderes Positives. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn du noch nicht hast, lade ich dich dazu ein, diesen Kanal zu abonnieren. Dann findest du mich und uns in den Weiten des YouTube-Universums wieder und aktivierst du dazu die kleine Glocke. Dann bekommst du eine Benachrichtigung auf dein jeweiliges Gerät, wenn sich auf diesem Kanal wieder was Neues tut. Wir machen viele interessante Sachen, solche Umbauten wie in diesem Fall oder wir sind auf Events und Veranstaltungen unterwegs, gehen Panzer fahren, das Video musst du dir auf jeden Fall mal ansehen und machen so andere kleine spaßige Dinge, sagen wir mal einfach Dinge. Alles klar, Dankeschön für deine Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, mach es gut, ciao.